TELC – Deutschtest für Zuwanderer. Übungstest 1. Hören Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Alle Parkplätze am Haupteingang zum städtischen Tierpark sind derzeit belegt. Wir bitten alle Besucher, auf die Parkhäuser im Cityzentrum auszuweichen oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Mit Wartezeiten von ca. 40 Minuten muss am Haupteingang gerechnet werden. Keine Wartezeiten derzeit an den Eingängen Osttor und Birkenhöhe. Nummer 1. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Ulm Hauptbahnhof mit ca. 17 Minuten Verspätung. Ihre nächste Reisemöglichkeit nach Lindau ist der Regionalexpress um 18.23 Uhr. Er steht abfahrbereit an Gleis 7. Der IC 543 nach Nürnberg fährt um 18.47 Uhr an Gleis 14 ab. Wir bitten um Entschuldigung. Nummer 2. Wir bitten alle Badegäste um Aufmerksamkeit. Der Fahrer eines dunkelblauen VW Golf mit dem Kennzeichen MA-UK-345 wird dringend zum Ausgang gebeten. Das Fahrzeug versperrt die Zufahrt zum Restaurant Karpfenteich. Bitte sofort das Fahrzeug wegfahren, sonst wird es abgeschleppt. Nummer 3. Wichtige Information, letzter Aufruf. Die Fluggäste Erdan und Milic, gebucht auf den Lufthansa-Flug LH459 nach Istanbul, werden umgehend zum Ausgang B17 gebeten. Der Flugsteig wird geschlossen. Ich wiederhole, Passagiere Erdan und Milic bitte umgehend zum Flugsteig B17. Nummer 4. Herzlich willkommen bei Voxifon. Ihr aktuelles Guthaben beträgt 23,36 €. Ihre Call-You-Card ist noch gültig bis zum 31. Januar. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten. Zum Abrufen Ihres Kontostandes drücken Sie die 1. Wenn Sie Ihr Konto jetzt aufladen möchten, wählen Sie die 2. Und zum Beenden betätigen Sie die 3. Ende von Teil 1. Hören Teil 2. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio.
Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Achtung Autofahrer! Auf der A5 Richtung Basel vor der Ausfahrt Achern freilaufende Pferde auf der Fahrbahn. Fahren Sie extrem vorsichtig und überholen Sie nicht. Sobald die Gefahr vorüber ist, informieren wir Sie umgehend. Ich wiederhole. Gefahr durch Tiere auf der A5 in Höhe Achern. Nummer 6. Die B36 ist nach einem Unfall bei Karlsruhe komplett gesperrt. Es hat sich ein Stau von 7 Kilometern gebildet. Ortskundige werden gebeten, auf Nebenstrecken auszuweichen. Ab Karlsruhe-Eggenstein ist eine Umleitung ausgeschildert. Nummer 7. Achtung Autofahrer! Alle Parkplätze in der Frankfurter Innenstadt sind derzeit wegen einer Veranstaltung belegt. Bitte weichen Sie auf die öffentlichen Verkehrsmittel aus oder benutzen Sie die Parkmöglichkeiten außerhalb des Zentrums. Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert. Nummer 8. Und jetzt unser großes Gewinnspiel. Gewinnen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, 2 Karten für das Pokalspiel heute Abend im Arena-Stadion. Nähere Informationen zum Spiel finden Sie im Internet unter www.sportfunk.derby.de. Rufen Sie jetzt an unter 334 789 und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück die beiden Karten und erleben Sie von der VIP-Tribüne das spannende Spiel. Nummer 9. Und jetzt folgt ein dringender Reiseruf. Frau Elisa Hagen in einem roten VW Golf mit dem Kennzeichen FLS 8776 unterwegs auf der A7 Richtung Dortmund soll bitte sofort ihren Bruder in Darmstadt anrufen. Ich wiederhole, Frau Hagen, bitte rufen Sie umgehend Ihren Bruder in Darmstadt an. Ende von Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel:
Nächste Woche feiert ja Kollege Janssen seinen 50. Geburtstag. Vielleicht sollten wir eine kleine Feier für ihn in der Firma organisieren. Das ist eine gute Idee. Alle mögen ihn und er wird sich bestimmt sehr freuen, weil er gar nicht damit rechnet. Ich habe mir gedacht, dass wir einen kleinen Umtrunk mit belegten Brötchen und ein paar Salaten vorbereiten. So um 16:30. Da sind noch alle da und es muss ja auch nicht so lange dauern. Gut, dann könnte ich das Einkaufen übernehmen und zusammen mit Britta und Tina in der Kaffeeküche alles vorbereiten. Du hättest die Aufgabe, von allen Kolleginnen und Kollegen ein bisschen Geld einzusammeln. Kein Problem für mich. Ich habe schon mit den meisten gesprochen und alle sind dafür. Nummer 10 und 11. Denkst du noch daran, dass am Dienstag Elterntag in der Schule ist? Gut, dass du mich erinnerst. Ich wollte dir gestern schon sagen, dass ich am Dienstag erst sehr spät aus dem Büro komme. Und deshalb wäre es besser, wenn du gehst. Es ist immer dasselbe mit dir. Das habe ich mir schon fast gedacht. Die Schule der Kinder, das ist immer meine Sache. Aber ich fände es schon gut, wenn du auch mal die Lehrer kennenlernst und mit dem Mathelehrer sprichst. Vielleicht kannst du erfahren, warum Matti plötzlich so große Probleme hat. Okay. Du hast ja recht. Dann fahre ich vom Büro direkt in die Schule. Nummer 12 und 13. Maklerbüro Romeo, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Adamescu am Apparat. Ich rufe bei Ihnen an, weil ich eine Wohnung suche. Haben Sie schon eine Vorstellung, was Sie suchen und in welchem Stadtteil Sie wohnen möchten? Ja, am liebsten im Zentrum oder in der Nähe der U-Bahn. Die Wohnung sollte schon zwei Zimmer haben. Ich habe im Augenblick einige günstige Angebote, die für Sie in Frage kommen könnten. Können Sie heute noch bei uns vorbeikommen? Dann kann ich Ihnen alles genau erklären. Das ginge. Und wo finde ich Ihre Agentur? Direkt hinter dem Hauptbahnhof. Sie können mit dem Bus oder der U-Bahn fahren und von der Haltestelle sind es nur ein paar Schritte. Sie sehen dann schon das Schild Romeo Maklerbüro. Vielen Dank. Ich komme dann gleich vorbei. Nummer 14 und 15. Guten Abend, Frau Poritsch. Haben Sie sich schon eingelebt hier? Und die Kinder? Noch nicht ganz. Es ist alles noch ganz neu für uns. Der Große geht jetzt in die Schule, aber für den Kleinen suche ich noch einen Platz im Kindergarten. Denn ich will auch bald wieder arbeiten. Wissen Sie, ich habe zu Hause immer gearbeitet, aber da waren auch noch meine Großeltern für die Kinder da. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Da drüben wohnt Frau Brecht. Sie arbeitet als Erzieherin in einem Kindergarten. Sie weiß immer, ob es irgendwo noch Kindergartenplätze gibt. Meiner Schwägerin hat sie auch geholfen. Das wäre eine große Hilfe. Ich habe schon in verschiedenen Kindergärten nachgefragt, aber die haben alle keinen Platz. Kommen Sie doch gleich mit. Frau Brecht ist jetzt sicher zu Hause und dann könnten wir mit ihr reden. Nummer 16 und 17.
Frau Pfister, setzen Sie sich doch bitte. Sie haben sich also um die Stelle als Verkäuferin bei uns beworben. Haben Sie Erfahrung im Verkauf? Ja, ich war längere Zeit in einem Schuhgeschäft und arbeite jetzt in einem großen Warenhaus. Das steht alles in meinen Unterlagen. Gut. Und könnten Sie schon am Monatsersten bei uns anfangen? Ja, das ist überhaupt kein Problem für mich. Sie wissen ja, dass Sie eine Probezeit von 6 Monaten haben. Das Anfangsgehalt habe ich Ihnen schon mitgeteilt. Und Sie müssten jeden zweiten Samstag arbeiten. Aber dafür hätten Sie dann einen anderen Tag frei. Ja, das weiß ich. Im Verkauf ist es normal, dass man auch am Samstag arbeitet. Gut, wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann würde ich Ihnen in den nächsten Tagen Bescheid geben. Ende von Teil 3. Hören, Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie 1 Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Ein eigenes Handy für Kinder? In Deutschland hat heute fast jeder ein Handy und neuerdings sieht man schon Grundschulkinder mit Handys telefonieren. Welche Meinung vertreten Sie? Wir haben Menschen nach ihrer Meinung gefragt. Nummer 18. Ich finde es ganz wichtig, dass Sie ein Handy haben. So kann ich meine Kinder immer kontrollieren, wenn sie alleine unterwegs sind. Und auch die Kinder können mich jederzeit erreichen, wenn es nötig ist. Sie bekommen eine Prepaid-Card und können deshalb auch nicht viel Geld ausgeben. Nummer 19. Sie lernen, Verantwortung zu tragen. Jeden Monat bekommen Sie von mir 20 Euro für das Handy und damit müssen Sie auskommen. Wenn Sie nach ein paar Tagen schon alles ausgegeben haben, dann müssen Sie den Rest des Monats auf das Telefon verzichten. Das ist ein wichtiger Lerneffekt für die Kinder. Nummer 20. Kinder brauchen kein Handy. Wenn sie ihre Freunde anrufen wollen, können sie das Telefon zu Hause benutzen. Außerdem finde ich es wichtiger, dass sie sich mit den Freunden treffen und mit ihnen reden, wenn sie zusammen sind. Sie verbringen sowieso schon zu viel Zeit am Computer und da brauchen sie nicht noch ein Handy.
Ende des Subtests hören.